Sehr schön. Und jetzt brauchen wir die Treppen, die wir erstmal hier hinsetzen. Nein, hör doch auf. Das geht ja wieder nicht, ne? Oh, das ist so ärgerlich. So, muss man das machen. Und dann ziehen wir den mal hier durch. Und ja, ich möchte es aus Treppen machen und nicht aus den schrägen. So, machen wir das mal. Oh Gott, es wird so... Wir werden so viel mehr Pflasterstein brauchen, ne? Das wäre fast schon lächerlich. So, ziehen wir das einmal durch bis drüben. Wir haben ein bisschen Angst, hier runter zu purzeln gleich. Hilfe! Hilfe! Ein bisschen Angst habe ich ja schon. Zugegebenermaßen. Genau, dann wird das Dach nämlich erst ein bisschen steiler nach oben gehen. Und dann wird es einen Abstecher machen. Und damit meine ich nicht, dass es jemanden absticht, sondern dass es einfach spitzer zusammengeht. Nicht spitzer, sondern flacher. Jetzt wird es aktuell sehr spitz zusammengehen und sehr weit nach oben. Aber ich meine natürlich flach. So. Zack, 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 zack. Aber es wird halt wirklich super assi. Huch. Ja doch, können wir hier auch so durchziehen eigentlich. Es wird halt echt super assi, dann Stings zu machen. Die Steine zu sammeln noch, nachher. Aber das werde ich wahrscheinlich dann auch... Solche Scheißarbeiten werde ich einfach offscreen machen, weil es nervt auch dann einfach. Huch. Huch. Ja, das wollte ich doch gar nicht. So, und wir werden das dann so machen, dass wir jetzt wieder eine Schicht Stein nach oben machen. Diesmal aber nur eine. Wird wahrscheinlich auch nicht mehr reichen. Und dann ziehen wir es langsam, aber sicher zusammen. Recht spitz. Spitz wie ein Rettich. Und da kommen jetzt wieder Treppen hin. Und dann kommen dann nur noch Treppen. Wird gar nicht mal so viel Steine mehr sein. Also es ist schon noch einiges. 3, 4, 5, 6, 7 Stacks werden wir schon noch brauchen. Guck mal. Schön. Fehlt da irgendwas? Nee. War nur hinterm Blattwerk versteckt. Ins gute alte Blattwerk. Ich nehme auch schon wieder, ja doch, schon eine ganze Weile auf. Das ist schön. Flop, flop. Flop, 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 flop. Ja. Dürfte jetzt von unten noch richtig scheiße aussehen. Klar, ich hab's gebaut, aber... Ich meine richtig scheiße. Und wir gucken mal von der anderen Seite, wenn es hell ist dann. Dürfte noch recht schäbig aussehen. Aber das kriegen wir schon hin. Ja, da kommt dann halt noch... Wird dann noch ein bisschen dicker gemacht und so weiter und so fort. Könnte am Ende, glaube ich, sogar ganz nett aussehen. Könnte am Ende ganz nett aussehen, mal sehen. Wir schauen mal, ne? Ist vielleicht echt ein bisschen kobbellastig. Ich... Boah, ich meine, Steindächer baut ja auch kein Mensch. Wir hätten Ziegeln... Ziegelstein. Oh, Ziegelstein. Das wäre eine Möglichkeit. Aber so viel Ziegelstein zu besorgen... Wir könnten es halt auch aus Holz machen. Wir könnten es halt auch aus Holz machen. Wir könnten vieles machen. Alter, wie schattig das hier ist jetzt. Kommt keine Sonne mehr zu euch. Blöden Tiere. War nur Spaß, meine Freunde. War nur Spaß. Nein. Oh. Okay, ich baue es mal mit der Axt ab, damit es direkt zu mir fliegt. Ich habe ja den Brustpanzer gar nicht. Eigentlich vergesse ich es manchmal. Alles eingesammelt. Und dann gucken wir nochmal beim Weizen und bei den Möhrchen, ob wir da noch... Ja, guck mal.
pflanzen wir hier wieder ein bisschen was an. Hier sind noch Möhrchen. Zack. Pflanzen wir das noch an. Und Weizen. Pflanzen wir das noch an. Zack, 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 zack. Ich will nur die Tiere ein bisschen vermehren, ne? Kommt zu mir, ihr Sachen. Ja, die Tiere ein bisschen vermehren und dann ist auch schon wieder gut eigentlich. Jo, mö. Mö. Alter, du bist so nice, ne? Du bist so nice, Alter. Ich liebe dich. Ich liebe dich, Schwein. Bleib bei mir. Schwein. Geh nicht. Ferdinand. Schönen guten Tag. Darf ich mal bitte? Danke. Hier. Schweini, Schweini. Ja, hallo. Ich habe 7 Möhrchen. Was ist mit dem Schwein? Das klemmt da auch schon wieder fest, ne? So eine Scheiße. 2, 3, 4, 5, 6. Macht mir neue Schweine. Ja, danke. Du hörst jetzt mal auf, hier festzuklemmen. Die klemmen alle an den Zäunen wie so ein paar Behinderte. Nein! Geh weg! Genau. Alles gut. Okay. Dann haben wir jetzt noch ein freilebendes Schwein. Da sind da schon 2 Schweine drin. Die fangen sich echt von selbst, ne? Das sind gute Tiere, gute Tiere. Kommt her, ihr doofen Kühe. Ja, hallo. Du klemmst auch da hinten fest, oder? Ja, macht mir neue Kuhkinder. Jo! Alter, die Geräusche, die von sich geben, ne? Ein bisschen krass. Aber du fällst da bitte nicht rein. Huch. Fall da bitte nicht rein. Wie kommst du überhaupt da hoch? Ach, hier rüber, ne? Ja, hör mal auf. Hört alle auf mit so einem Scheiß, Alter. Macht mich fertig. Ja gut, Scheune. Dach vielleicht aus Ziegelstein, vielleicht aus Holz. Müssen wir mal sehen, wie wir das dann im Endeffekt machen. Lager kommt unten drunter. Wird ein großes Lager, wird ein schönes Lager. Da bin ich mir recht sicher. Wird richtig, richtig schön. Was wir jetzt nochmal machen können, ist gerade mal... Man könnte mal ganz kurz ein bisschen Zaun machen. Huch. 6, so, machen wir das mal so. Zack, ja, Zaun hier, Zaun, zack. 8. Das ist jetzt nicht so viel, wie erhofft, aber passt schon. Dürfte ja eigentlich reichen. Oh, ist sogar einer zu viel. Guck mal an. Mensch. Ach, und hier hinter ist dann sowieso... Dann brauchen wir da ja gar keine Wolle. Naja. Gut. Aber wir können es natürlich auch nicht unbedingt wegmachen. Macht ja dann auch keinen Sinn irgendwo. Sieht dann von oben scheiße aus. Ist auch nicht das. Aber das ist halt noch nicht das Ultimatum. Das ist viel zu steinig. Wir werden das aus Ziegelstein machen. Oder halt echt aus Holz. Aber das ist viel zu steinig. Dächer bestehen einfach nicht aus Stein. Ziegeln, ja. Ziegeln sind auch leicht, relativ. Aber fester Stein, nee. Nee, das bezweifle ich ganz stark. Und hier kann man... Guck mal, hier kann man jetzt schon Äpfelchen ernten. Macht natürlich keinen Spaß, aber kann man machen. So, guck mal hier, Äpfelchen. Da ist auch noch einer reif. Schön. Apfelernte läuft. Und Felder brauchen wir ja auch noch. Ei, Karamba, Alter. Da steht uns noch ein bisschen was bevor, ne? Da steht uns echt noch ein bisschen was bevor. Diesbezüglich? Oh ja, guck mal, hier. Schön viele Äpfel haben wir da. Ist ja ein Träumchen. So, ich würde sagen, das war's von dieser Aufnahme. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bewertet gern die Folgen alle und, ja. Macht keinen Blödsinn. In diesem Sinne, vielen Dank und bis dahin. Ciao!
Moin moin, du geiler Flötz und herzlich willkommen zu einer weiteren Minecraft-Aufnahme. Jawohl, jawohl. Mann, ich ärgere mich. Die letzte Aufnahme ist kaputt. Mein PC ist komplett zusammengebrochen unter der Last von Minecraft. Ich mache mal ganz kurz auf meinem Ohr die Musik ein bisschen lauter. Unter der Last von Minecraft ist der PC komplett zusammengebrochen. Alles war tot. Und es ist zwar tatsächlich alles tot. Die Aufnahme ist kaputt, komplett im Arsch. Ich habe es fast 3 Stunden lang versucht, die Aufnahme zu retten. Keine Chance. Und dann habe ich gedacht, ja gut, shit happens, passiert halt, ist zwar scheiße gelaufen, aber hey, kann man jetzt halt nicht ändern. Mache ich einfach weiter, mache ich eine neue Aufnahme, nicht nochmal dasselbe machen, aber halt, ich setze jetzt an dem Punkt an, wo ich jetzt hier bin, will in die Welt gehen, zack, kaputt. Welt kaputt, geht nicht mehr, ging nichts mehr, es ging gar nichts. Minecraft immer gecrashed, der Error-Log, den man von Minecraft dann ausgespuckt kriegt, hätte alles bedeuten können. Und keine Ahnung, am Ende war halt irgendeine Mod schuld und dann, ich musste jede Mod einzeln rausnehmen und wieder reintun und gucken, welches ist, ne? Trial and Error halt. Und am Ende war es halt Oceancraft. Oceancraft und Just a Few Fish Mod. Die beiden Mods, ausgerechnet diese Wassermods, keine Ahnung warum, die so rumgespastet haben. Und ich habe keine Ahnung, wie viele Kopien der Welt ich jetzt in meinem Minecraft-Ordner habe. Und ich habe keine Ahnung, welche ich davon löschen kann und welche nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich bin jetzt in irgendeine Welt reingestartet und ich glaube, es ist die richtige. Das Ding ist, es ist recht viel passiert in der letzten Aufnahmesession. Es waren etwas über 1,5 Stunden. Es ist viel passiert. Und ich habe sogar offscreen noch was machen müssen. Oder machen wollen, besser gesagt, weil ich das onscreen auf gar keinen Fall machen wollte. Es ist viel Gelaber am Anfang, ich weiß, es tut mir sehr leid. Auf jeden Fall ist, wir haben hier was gebaut. Ihr seht schon, wir stehen hier irgendwo bei den Stellen oben. Oh Gott, was da passiert? Ich weiß gar nicht, ob man das schon gesehen hat. Haben wir schon angefangen, das zu bauen in der Aufnahmesession, die ich noch habe? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon, tatsächlich. Auf jeden Fall, oh mein Gott, Schafe und hier die Scheune. Ja, das Dach habe ich mir nochmal so angeguckt offscreen und dachte mir so, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall können wir das so lassen, wir machen das weg. Also die Scheune haben wir, wie gesagt, gebaut. Hier drin, ne, das alles hier, wir haben hier unser Pferd hier reingepfercht, verstehst du? Hier so ein paar Heuballen, dies, das gemacht. War es laut. Ich habe hier, gut, das habe ich einfach so dahingestellt. Zugegebenermaßen, das habe ich einfach so gemacht, ohne dass da jemand zugeguckt hat. Das war ganz klammheimlich. Eines Nachts. Ich sammle mal ganz kurz die Wolle, ne? Wir brauchen die Wolle noch für die Scheune. Deswegen habe ich ja die Schafe besorgt noch extra. Sonst hätte das noch alles auf sich warten lassen, aber naja, so ist es jetzt einmal gemacht und das ist gut. Lass mich mal hier durch, du mit deinem komischen Hut, Alter. Na, warte mal. Da. Hast doch genau gehört. Na. Halt da mal wieder auf. Zieh auch nicht mehr auf. Okay. So. Weit so gut. Packen wir die Shears erstmal wieder weg. Und machen halt ganz normal weiter, ne? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Wie gesagt, eine Sache habe ich noch gemacht offscreen. Und das ist hier unten. Und ich hoffe, dass es nicht zu viel war. Also, wir haben halt angefangen, das zu bauen, ne? In der Aufnahme, die verloren ist. Und wir haben jetzt hier ein kleines Lager. Ich habe hier schon mal ein bisschen was sortiert. Hier zum Beispiel sind so Carpenters-Sachen drin. Hier diese Röhren, die wir meistens für Carpenters brauchen. Hier so ein paar Holzsachen. Hier drüben haben wir alle möglichen Farbstoffe. Dann das hier ist noch ein bisschen random. Das hier habe ich angefangen zu sortieren, ist aber auch noch ziemlich random. Dann haben wir hier alles mögliche, was Obst, Gemüse und Früchte und Beeren sind und sonst Stuff, habe ich hier reingeschmissen. Ich hoffe, der Platz reicht aus. Ich befürchte es nicht. Ich befürchte, dass es nicht reicht. Und dann habe ich hier das Holz noch einsortiert mit allen möglichen Stissel. Und das Schöne ist, wenn wir jetzt zum Beispiel, wir nehmen uns jetzt einfach mal zum Beispiel das hier hinten, dieses Meteoritenzeug. Nehmen wir uns jetzt mal 13 waren es, ne? Wir nehmen uns jetzt mal hier 8 Stück raus. Und wir brauchen das jetzt nur noch hier reinzulegen. Das pumpt sich raus. Pass mal auf. Das pumpt sich raus, fährt dann hier unten lang. Sobald es losgeht. Da, guck mal. Da, jetzt wird es losgeschossen. Bam, 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 Alter. 8 Stück. Genau. Sauber. So. Und dann hier hinten, zack, wieder 13 Stück drin. Und das funktioniert mit allen Sachen, die hier einsortiert sind. Und sogar mit allen Sachen, die nicht einsortiert sind. Allerdings, die Sachen, die nicht einsortiert sind, werden dann irgendwo random reingeschmissen. Und das sind noch ein bisschen
Da müssen wir halt gucken. So, hier unten soll dann die zweite Etage hinkommen halt. Da habe ich schon mal angefangen, mich runterzugraben. Die Höhe habe ich mir hier markiert bei dem Holz, wo wir frühestens anfangen können, weiterzubauen. Und wenn das dann hier zugemacht ist, dann kann man alles in diese Kiste reinschmeißen einfach, wenn da unten die Etage fertig ist. Und alles wird automatisch einsortiert. Alles easy und überhaupt kein Problem. Und ich freue mich sehr, dass es alles so relativ problemlos geklappt hat. Relativ problemlos. Ich hatte ein bisschen Probleme. Ich hatte nämlich... Wir können ja mal gucken gehen, wie es dahinter aussieht. Das ist jetzt nicht sonderlich spannend. Hier ist dieser Controller. Da läuft das alles rein. Und der sortiert das. Ne? Als Erweiterung gibt es hier überall, also hier unter dem Holz zum Beispiel und hier, gibt es sogenannte Slaves, also Sklaven. Ja, es gibt ja auch, man kann sich das vorstellen wie am Computer. Es gibt Server und es gibt Clients. Ne? Nee, das ist nicht gut. Sagen wir es mal so, dieser Controller hier hinten, dieser Controller hier, der hier steht, da drüben, das ist quasi dein Router. Ne, du hast zu Hause bestimmt Internet, da hast du einen Router irgendwo hängen oder stehen oder liegen und der verbindet sich mit dem Internet, ne? Und du hast einen PC. Sagen wir mal, der PC steht hier ganz hinten in der Ecke, ganz hinten, hier. Und dein Router schafft das WLAN-Signal nicht bis zu deinem PC. Und dafür gibt es diese, ich nenne es mal, keine Ahnung, Verlängerungspunkte, ja? Und die verlängern das Signal quasi bis zu deinem PC hin. Und genau das machen diese Slaves. Die verlängern quasi das Signal von dem Controller rundherum, weil der Controller nur eine sehr begrenzte Reichweite hat. Und diese Dinger hier sind dafür da, dass das Signal von dem Controller auch zum Slave kommt. Soweit. Ich glaube, so kann man das ganz gut erklären, ne? Das ist also das Gehirn und das sind nur kleine Sklaven, die das Signal weiterführen. Guti. Und ja, ist halt, wie gesagt, alles noch ein bisschen random hier unten. Ist alles noch ein bisschen... Ja. Ne? Wird noch alles ordentlicher sortiert. Und wie gesagt, die zweite Etage muss eh noch, weil hier oben soll dann eher so Holz und so sowas hier. Und ja, also, ich sag mal, natürlich wachsende Produkte, ne? Und unten sollen dann eher so natürlich daseinende Produkte sein. Wobei dann halt auch Fleisch und sowas, glaube ich. Wobei, ne, ich glaube, Fleisch mache ich da hinten rein. So Fleisch-Crumble und Tierprodukte. Und da unten kommt dann halt Mobblut. Also von bösen Mobs, sag ich mal. Oder mach mal Mobblut. Ich weiß es noch nicht, wie ich es mache. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Ich habe keine Ahnung. Naja, ist aber auch egal. Wie dem auch sei.